Am Samstag, den 20. Februar, findet das Rematch im Supermittelgewicht zwischen Felix Sturm und Fedor Chudinov statt. Sturm hatte den ersten Kampf im Mai letzten Jahres klar verloren. Allerdings werteten die Punktrichter nur insgesamt 2:1 für den Russen Chudinov. Der Sturm selbst sagte im Anschluss, dass eine einstimmige Niederlage durchaus gerecht gewesen wäre. Durch das knappe Urteil des ersten Kampfes bekommt Sturm jetzt also die Chance, am 20. Februar in Oberhausen zum 5. Mal Weltmeister zu werden. Boxsport hat sich vor diesem interessanten Kampf die beiden Kontrahenten etwas genauer angeschaut. Felix Sturm wurde am 31. Januar 1979 in Leverkusen geboren und begann seine Profikarriere im Jahr 2001. Der 1,81 große Boxer ist Normalausleger und boxt im Supermittelgewicht. Bei bislang 47 Profikämpfen feierte der 37-Jährige 39 Siege. In seiner 15-jährigen Karriere musste er allerdings auch 5 Niederlagen und 3 Unentschieden hinnehmen. Sturm ist der erste deutsche Profiboxer, der im Mittelgewicht insgesamt 4-mal Weltmeister wurde. Dabei ist die Bilanz seiner WM-Fights klar positiv. Er erzielte in 20 Kämpfen 15 Siege. Allerdings ist seine K.O.-Quote nicht gerade herausragend. Nur in 38% der Fälle beendete er den Kampf vorzeitig zu seinen Gunsten. Daher braucht er auch im Schnitt 7,8 Runden pro Kampf zum Sieg. In unserer Boxsport-Rangliste belegt Sturm den 6. Platz. Die Statistik seiner letzten 5 Kämpfe zeigt das Bild des Felix Sturm am Ende seiner Karriere. Er konnte nur 2 seiner letzten 5 Kämpfe gewinnen und verlor zum Beispiel 2014 seinen IBF-Titel an Sam Soliman. Fedor Chudinov wurde am 15. September 1987 in Russland geboren und bestreitet seit 2009 Kämpfe als Profiboxer. Dabei boxt der 1,77 Meter große Russe in der Normalauslage. Sein Kampfrekord weist bei 14 Kämpfen 14 Siege und damit 0 Niederlagen auf. Dabei liegt seine K.O.-Quote bei stattlichen 71% und ist damit deutlich höher als die von Sturm. Anders als Felix Sturm ist Chudinov nicht unbedingt gewohnt, über die volle Distanz zu boxen. Er braucht pro Kampf nur durchschnittlich 4,5 Runden zum Sieg. Zudem hat er auch eine bisher gute WM-Fallstatistik. Er siegte bei 2 von 2 Duellen. Deswegen ist der Russe auch zu Recht in unserer Boxsport-Rangliste auf Platz 1 gelistet. Seine letzten 5 Kämpfe gewann er alle, dabei 3 durch K.O. Die letzten 2 seiner 5 Siege holte Chudinov dabei über die volle Distanz. Allerdings waren die Kämpfe gegen Buglioni und Sturm trotzdem klare Siege gegen seine Kontrahenten. Kommen wir nun zum Fazit. Felix Sturm wird nicht noch einmal so passiv boxen wie im ersten Kampf. Aber weil er mehr riskieren und mehr Druck machen muss, wird Chudinov auch mehr Gelegenheiten bekommen, mit seinem starken rechten Haken zu kontern. Einem Sturm in der Form von vor 10 Jahren wäre ein Sieg absolut zuzutrauen. Dem der vergangenen Jahre allerdings kaum. Schafft er es noch einmal, seine alten Tugenden zu vereinen, ist ein knapper Punktsieg möglich. Wahrscheinlicher aber ist, dass der Jüngere sich dank seiner Physis und des Selbstbewusstseins durchsetzt. Vielleicht sogar durch technischen K.O. in den späten Runden. Wir fiebern dem Samstag schon entgegen und hoffen auf ein spannendes Duell zwischen Felix Sturm und Fedor Chudinov.